Thomas Kropf, ein verrücktes Spiel heute. Für die Leute ein Spektakel, aber für die Spieler auch nicht so lustig. Ja, wir haben sicher super reagiert. Zweimal zwei Goal hinten drin gewesen. Es ist nicht einfach, auf das zu reagieren, wo wir den Ausgleich machen konnten. Gerade wieder eins kassiert. Es war nicht einfach gewesen, aber wir haben Charakter gezeigt und können wieder zurück ins Spiel kommen und schlussendlich das gewinnen. Für einen Goal ist es sicher ein schlechter Start, wenn man nach 49 Sekunden das erste Goal bekommt. Wie tut man da reagieren? Und nach 3 Minuten das 2-0 gerade? Ja, ist nicht optimal. Wir sollten es fortstrecken. Wir können es nach dem Match anschauen. Ändern kann man es sowieso nicht mehr. Man muss vorher schauen, auf den nächsten Schuss und probieren, euch den zu haben. Im Mitteldrittel hat Alter recht gedrückt. Sie sind gegen, können in Überzahl spielen, lang gegen 3. Und es geht einfach keinen rein. Kommt man da manchmal nicht ein bisschen Lust, über selber für das Goal zu machen als Goalie, wenn man da muss zuschauen? Ja, mein Job ist sicher mal, die erste Priorität hinten können zu verhindern und mein Job so der Mannschaft können, zu helfen. Aber schlussendlich haben wir 7 Goal können machen und das ist doch relativ viel. Eben, im letzten Drittel sind 8 Goal passiert. Wie tut man da dranbleiben, physisch und psychisch? Ja, es ist nicht ganz einfach. Wir haben sicher mal vorlegen können. Das war relativ wichtig für uns, dass wir mal ein Goal vorgehen konnten. Und ja, eben, es hat gesagt, es braucht einfach manchmal ein bisschen Glück. Hinterher haben wir manchmal ein bisschen Unglück am Anfang. Aber wir können morgen wieder herkommen, wieder herzuschaffen und dann geht es am Freitag weiter. Der nächste Gegner ist La Chotte. Wie tut man sich als Goalie vorbereiten? Kennt man den Gegner da? Tut man den analysieren vorher? Kennen ihr eure Gegenspieler schon? Nein, mir spielt es nicht eine grosse Rolle, wer schießt. Ich muss einfach den Böck haben, ist mir gleich, wer der schießt. Aber wir schauen sicher einzelne Spielsituationen an, was sie am liebsten haben, was sie für Powerplay haben, was sie für vielleicht ein, zwei eingestudierte Bewegungen haben auf dem Eis. Das schaut man sicher an mit der Mannschaft, ja. Haben da Videos, die ihr rüberkommt von Beobachtern? Oder wie jetzt, wo die Saison noch jung ist, haben wir da noch nicht so viele Informationen? Ja, das schaut sicher auch der Trainer an. Wir stehen in Kontakt, wir bekommen die CDs, die DVDs von den anderen Clubs, dass wir die Matches anschauen können. Und eben so sieht man auch die einzelnen Sachen. Der Ruud kennt sicher von letztem Jahr ein bisschen, nicht allzu grosse Änderungen gegeben. Und darum kennt man die Gegner mit der Zeit sicher näher. Okay, danke vielmals. Merci.